Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von 007 Nightfire. So, im letzten Part haben wir die Kettenreaktion abgeschlossen, unsere kleine Sniper-Mission. Und ja, dann wollen wir jetzt mal Phönixfeuer machen. Zu uns bitten, Mr. Bond, aber warum Kaviar an jemanden verschwenden, der nicht mehr lange genug leben wird, um ihn zu genießen? Geben Sie Kiko meine Ration. Sie hat es verdient. Nehmen Sie das nicht persönlich. Frauen sind nun mal im Vorteil. Sie können uns mit Liebe blenden, deshalb müssen wir sie stets im Auge behalten. Zum Beispiel mit der versteckten Kamera im Treppenhaus. Ich verstehe nicht, Raphael. Bitte, keine weiteren Demütigungen. Wirklich schade. Ich hatte eine Menge für dich übrig. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du dafür büßt. Leb wohl, Dominik. Erledigen Sie das auf dem Hubschrauberlandeplatz und entsorgen Sie die Überreste. Nein! Ah. Es ist sinnlos, Mr. Bond. Sie haben schon zu viel von meiner Operation mitbekommen. Dabei wollte ich, dass Sie diesen Moment zuerst genießen. Ach ja, die arme Dominik. Tja, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir hier aus dieser missliegenden Situation wieder rauskommen, irgendwie. Sicherheitsalarm. Die Autos. Oh, schöner Raptor-Zug beginnt. Uah! Ach komm, Autoziel. Muss mal nachladen hier. Wollen wir erstmal wo wir reinkommen. Keine Sorge, wir machen nichts. Wir sind nur auf der Durchreise. Orten halten immer ein bisschen mehr aus. Kurz wissen. Jungbomb nochmal aktivieren. Ich bedanke mich für die schöne Flinte. Natürlich dürfen wir keine Zivilisten mal wieder verletzen. Oh, kipp endlich um. Und du auch. Dankeschön. Dann wollen wir uns noch ein bisschen umsehen hier. Ah, fuck. Das wäre ja jetzt fast wegen der. Oh, ey. Diese doofen Zivilisten immer. Das Glück ist hier eine kugelsichere Weste, ey. Wird schon langsam misslich mit unserer Energie hier. Abgeschlossen. Oh, haben wir sonst noch irgendwas? Hier kommen wir diesmal nicht rein. Schlüsselcode haben wir. Dann kommen wir zumindest durchs Treppenhaus wieder raus. Ja, klasse. Ach. Also manchmal funktioniert das Autozielen überhaupt nicht. Verreckt doch. Diese doofen Japaner die ganze Zeit. Kommen wir hier schon raus? Nein. Also müssen wir noch eine tiefer. Komm nicht schon mit den Seilen runter. Ach, komm.
viel hältst du bitte schön aus? Geht doch. Ja, von hinten hier. Ja, jetzt übertreibt er aber. Von oben, von unten, von der Seite. Alter. Hör mal auf, hier zu übertreiben, ey. Hör mal auf, hier rumzuschreien. Sehr grauenhaft. Oh, die Flinte, neue Muni gekriegt. Aber die Flinte, ich weiß nicht. Den ganzen Zivilisten hier. Nicht, dass wir davon hinterher einen aus Versehen erschießen. Ist die Mission wieder fehlgeschlagen, habe ich keinen Bock drauf. Verflucht. Ja, ist klar. Ein Helikopter. Schöne Scheiße. Ja. Immer kaputt da. Weiß gar nicht, zwei oder drei müssten ausreichen. Ah, natürlich nur, wenn ich treffe. Natürlich habe ich dadurch noch Schaden gekriegt. Oh, sie hängt schon. Ja, das war's mit. Ja, und das ist mit euch. Für euch, sorry. Ja, ist klar. Verreckt doch endlich. Alter. Ja, komm aus der Tür gerannt. Das war jetzt garantiert einer von den Idioten. Oder ich kann seit neuestens durch die Wände schießen. Ist klar, ich hab. Jetzt verreckt doch. Oh. Splittergranaten. Oh, die erste. Die zweite. Dürfte dann gewesen sein mit. Ist klar, jetzt treff doch mal. Immer diesen Autofokus, ey. Mann, ey. Mit dem doofen Player kann man auch nicht genauer zielen, ey. Hier steht keiner mehr. Die kamen vorhin hier raus, schätze ich dann mal. Ja, ist ja schön, dass ihr Freigabe habt. Ist klar, ich habe natürlich wieder nicht getroffen. Warum sollte ich auch? Mein Gott, jetzt treff doch mal Bond. Wo kamst du denn her? Ist klar.
verreckt jetzt doch mal alle. Da rennt schon wieder der nächste. Ja, das interessiert mich relativ wenig. Alter, ist da irgendwo ein Nest oder was? Das darf jetzt gerade echt nicht wahr sein. Da war doch irgendwo ein Nest von denen. So, machen wir diesmal anders. Oh. Das war schon mal besser. Vielleicht reicht das ja schon. Ja, auf jeden Fall ist sie verklemmt. Und trifft mich trotzdem. Ist klar. Es ist ja schön, dass ich der Eindringling bin. Ah, das Scheißding schießt auch auf Zivilisten. Nee, das ist doch nie wahr. Es wird noch, Leute, es wird noch. Das ist doch echt nicht wahr. Jetzt kippt doch einfach um. Das ist mal andersrum. Der Kasse. Und natürlich werden wir von dem Heli angegriffen. Da steht noch einer. Mein Gott. Ach, eine kugelsichere Weste und ich hab's übersehen. Die ganze Zeit. Ja, geil. Das ist auch nochmal eine kugelsichere Weste, wenn man da reinkäme. Jetzt kommt die Geisel. Steht doch noch einer. Das Ding hält mir wenigstens den Rücken frei.
Ja, jetzt geht's aber ab hier, wa? Jetzt sind sie alle aus ihren Löchern gekommen. Da möchte ich gerne wieder mitnehmen. Wissen wir schon mal Bescheid. Splittergranate. Oh, das dürfte es gewesen sein mit euch, ne? Ja, danke schön. Nee, da gehe ich nicht lang. Hat direkt der Helikopter auf uns geschossen. Och, jetzt die doofe Steuerung finden. Hehehe. Ist abgeschlossen von der Seite. Auch wieder abgeschlossen. Nee, wahr sein. Was ist denn hier alles abgeschlossen? Hier komme ich rein. Welcher Idiot hat da gerade eine Zeitbombe geworfen? Klar, dass dir ein Flintenschutz nichts ausmacht. Oh, wo ist denn jetzt diese verdammte Steuerung? Aus, aus, aus. Ach, ey. Wie ich es wieder liebe. Darf doch alles nicht wahr sein. Q-Wurm aktiviert. Schlüssel 5651. Kann ja nur für den einen Raum sein. Verreck. Wo die alle immer herkommen, ey. Ich weiß es nicht. Gut. Auf die Füße wollte ich nicht zielen. Geht doch. So. 5651. Und drin sind wir. Ja, ist klar. Ach, durch können wir nicht, aber. Naja, durchschießen können sie. Ist ja auch wieder Verarsche hoch rein. Ah, wird noch richtig lustig hier. Halt die Backen. Wo werfen die bitteschön alle ihre Granaten her? Hin. Ist auch nicht wahr. Fahrstuhlfahrt mit Hindernissen. Ja, verreck mal.
Och nö, nicht die Kacke wieder. Ja komm, mach da. Klar, dass ihr mich sehen könnt, aber ich euch nicht, ne? Oh, komm schon, Treffbond. Das ist doch echt nicht wahr, ey. Kennen wir ja schon. Ach, ey, das Zielen ist sowas von. Mal das Spiel an sich macht ja Spaß, aber das Zielen ist echt für den Arsch. Ach, scheiß Bomben auch noch die ganze Zeit, ey. Mein Gott, ey. Was ist denn hier los? Da kannst du mal fliegen gehen. Das ist ja fies. Tja, die Notbremse ist zwar schon nicht mitbedacht, wa? Na gut, ich werde dann jetzt auch direkt nach dem Ladebildschirm pausieren und einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Ja, okay, das lasse ich noch. Bis dahin. Ciao.